Willkommen zurück, Part Nummer 52 vom Fußballmanager. Die Pause war jetzt recht lang, die Pause, in der ich nicht aufgenommen habe, natürlich. Und ja, dementsprechend habe ich mich jetzt gerade mal ein bisschen noch umgeschaut in der Mannschaft. Ich kenne mich schon wieder halbwegs aus. Und ja, Supercup gegen Genk steht vor der Tür. Das heißt, da geht es gleich um den ersten Titel in dieser Saison. Ich habe gerade gesehen, dass Suarez nicht sonderlich fit ist. Das heißt, den werden wir jetzt mal auf die Bank setzen und Jarmolenko darf dann von Beginn ran. Oder Sigthorsson? Nee. Lass mal Jarmolenko spielen. Und dann starten wir einfach gleich mal in die Partie, bevor wir hier noch viel Zeit vergeuden, wie auch immer. Wir werden ihnen das Leben schwer machen, sagen wir einfach mal, und dann starten wir in die Partie. Bin gespannt, wie gut es jetzt läuft. Ich gehe mal auf Konter, wie immer. 8. Minute, erste Chance, aber abseits Aiden McGeady. 13. Minute, nächste Chance, Jarmolenko, aber der verzieht. So, Valdez gut gehalten. Kara hat sich verletzt. Boah, Kaminski hat schon 69 Stärke. Ersatztorhüter, ich habe den eigentlich schwächer in Erinnerung. Sollten wir vielleicht auch noch verleihen. Nicht schlecht vom Cancelo. Joao Cancelo. Auch schon eine ziemlich umkämpfte Partie. Da ist es also. Bitter. Boah, schade. Deutlich vorbei. Wie ein Strich geht der Ball durch eine Lücke in der Mauer. Wäre natürlich cool gewesen jetzt gleich. Die Antwort drauf 2 Minuten später. Vielleicht jetzt zumindest noch eine Chance. Clam auf Jarmolenko. 1-1. Sehr gut. Da trifft unsere Neuerwerbung gleich. Den haben wir ja ablösefrei bekommen. Ich bin ja großer Fan von ihm. Wirklich starker Spieler. Und Kagelmacher verursacht einen Elfmeter. Ziemlich ungut natürlich. So knapp vor der Halbzeit. Mal schauen. Schade. Unter Valdez hindurch ins Tor. 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. McGeady mit der Ecke. Kagelmacher. Uff. Nicht schlecht. Wäre cool, wenn er dann gleich einen Ausgleich gemacht hätte. Aber ja. Ich bringe jetzt mal Sigthorsson für Siriak, der heute schwach war. Sigthorsson ist eh in sehr guter Form. Lass mal eine Brandrede wirken. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, das habe ich in dem Spielstand noch nie gemacht. Aber die Kontertaktik scheint hier auch nicht wirklich zu funktionieren. Schade. Es ist nicht das Spiel des Aiden McGeady heute. Gefällt mir nicht so gut. 2 Meter links vorbei. Schade, Bret. Nächste gute Chance für Genk. Die sind einfach gefährlicher und besser als wir heute. Ich warte jetzt noch ein bisschen mit Wechseln. Wir haben ja immer noch Suarez auf der Bank. Der kann immer für Gefahr sorgen. Oh, verdammt. Glanzparade, fast der Ausgleich. Ich muss jetzt offensiver werden. Ich bringe jetzt mal Kanesin für McGeady, der heute schwach war. Und das hilft alles nichts. Wir riskieren das jetzt. Kagelmacher, der hat eh schon gelb gesehen. Ist egal, wenn wir jetzt noch eins bekommen, aber so können wir zumindest noch versuchen, den Ausgleich zu machen. So, Viertelstunde haben wir noch Zeit, bisschen mehr. Aber wir kommen überhaupt nicht raus. Ganz schwache Partie. Gute Chance jetzt. Konter, Suarez, Bret.
Ja, 2-2. Da habe ich gerade die Countertaktik wieder angemacht und wir fahren schon einen wunderbaren Konter. Suarez auf Bret. Vielleicht geht da noch was. Ich will nicht unbedingt in eine Verlängerung, weil die Spieler recht müde sind. Bei den Gegnern ist das auch, naja, ähnlich, aber ich glaube, bei uns ist es sogar ein bisschen schlimmer. Das wäre es noch gewesen. Jarmolenko, eine Minute nur noch Nachspielzeit, das heißt, wir werden da in die Verlängerung gehen. Und das mit einem 3-4-3-System. Also sehr offensiv. Schade. Und jetzt seht ihr schon, wie die Spieler hier müde werden. Sigtorsson aber mit einer genauso schwachen Partie wie Siriaco heute. Beide nur 4,0. Bei Canesin und McGiddy ist es das gleiche. Und jetzt geht gerade wieder gar nichts. Boah, ich hasse Elfmeterschießen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns überhaupt in ein Elfmeterschießen reinretten. Ich gehe mal auf Zeitspiel. Boah, Gott sei Dank. Noch eine Ecke, Claystone. Schade. Gut, dann haben wir tatsächlich ein Elfmeterschießen. Nehmen wir noch die Schützen. Ist natürlich eh nach Stärke geordnet, also von daher passt das schon. Gut. Erster Schuss von Genk. Die beginnen also. In den Winkel. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Claystone. Ja. Geht schon mal super los. Zwei. Leute, das sieht schlecht aus. Ich bin echt angespannt. Gut, dann ist Bret 4-3. Valdez müsste jetzt mal einen halten. Das wäre cool. Wäre wichtig. So knapp dran. Ist das jetzt Suarez? Ich glaube. Ne, Sigtorsson. Sehr gut. Souverän gemacht von ihm. Weil das hält. Ganz, ganz wichtig. Aber jetzt müssen wir halt auch treffen. Ich glaube, jetzt müsste Suarez sein. Boah, das wäre so wichtig. Dann komm schon. Ja. Gut, jetzt entscheidet sich wahrscheinlich in den letzten beiden Elfmetern. Jeder darf einmal noch ran. Ich habe keine Ahnung mehr, wen ich als letzten Schützen drin habe. Jarmolenko vielleicht oder so. In die dritte Etage, er schießt drüber. Das ist unsere Chance. Komm schon. Komm schon. Klemm. Ja. Wir haben es noch gedreht. Spannender geht's kaum. 6-5 im Elfmeterschießen. Wir sind Supercup-Sieger. Was für eine Partie. Absolut unverdient gewonnen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Habe ich zumindest das Gefühl. Können wir uns da noch die Statistiken irgendwie ansehen oder... Wo ist Ballbesitz? Da unten ist Ballbesitz. Ja, ganz übel unterlegen. Schüsse waren wir überlegen. Das heißt, die Kontertaktik hat dann scheinbar doch funktioniert. Wahnsinn.
Sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Die Interviews sind sowas von langweilig und anstrengend im FM. Die sind beim Football Manager von Sega um einiges besser. Motivationslehrer sicher, das Geld haben wir ja. So, jetzt haben wir zwei Jugendspieler noch. Die sind jetzt schon in der Mannschaft. Das wollte ich eigentlich gar nicht, glaube ich. Das ist halt so das Problem. Ich kann mich echt nicht mehr so genau erinnern an das, was ich so in der letzten Folge gemacht habe. Das heißt, ich sollte das vielleicht nochmal machen, bevor ich irgendwas mache. Also mir vorher die Folgen anschauen oder so. Aber egal. So. Kalasch von Chelsea, der wäre da. Irrsinnig cooler Spieler. Danilo von Chelsea. Das sind alle auf der Transferliste, wahrscheinlich auch alle unglücklich. Okay, der kostet mir zu viel. Aber Kalasch wäre schon ganz cool. Da müsste man an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. Nee. Was wir natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen hier unser Transferbudget ein bisschen aufs Gehaltsbudget verschieben, sonst können wir eh niemanden kaufen. Das heißt, schieben wir mal 3 Millionen rüber. So. Erhöhen könnte man noch um 590.000, damit warte ich aber jetzt noch ein bisschen ab. Das ist halt die Frage, wo könnten wir noch nachrüsten? Da sind wir eigentlich eh super besetzt, was das hier so angeht. Breit schon 83, Wahnsinn. Ihn haben wir, glaube ich, nur geliehen, genau, ja. Schon starker Spieler. Und Robert Jakobs, unser Backup, der, glaube ich, aus der eigenen Jugend kam. Genau, den haben wir letztes Jahr verliehen gehabt. Der war aber schon bei uns, genau. Ich glaube, irgendjemand von euch hat geschrieben, dass ich ihn verleihen soll. Schauen wir mal, wir haben ja noch einen Kooperationspartner. Der hat erst, ja, da könnte man noch einen hinleihen. Da nehmen wir aber eher Cornelis, weil der doch um einige schwächer ist. Der könnte aber bei Pandorf spielen. Für die österreichische zweite Liga reicht es allemal. Ihn haben wir jetzt mal in die zweite Mannschaft und dann schauen wir, ob wir da einen coolen Verein für ihn finden. Hier kommt noch ein. Ah, perfekt, das habe ich dann eh schon gemacht. Hier würden wir noch einen Ersatztorhüter verpflichten, einen Jungen, und dafür dann Kaminski heißt er, glaube ich, verleihen. Also das wird eh ganz gut passen. So, Thielemann. Perfekt wäre natürlich, wenn der zu einem. Perfekt. Zu einem Aufsteiger, so wie wir es jetzt genau haben, zu einem Aufsteiger in unsere Liga wechselt. Dann lernt er die Liga schon ein bisschen kennen und wird dort, nehme ich halt mal an, Stammspieler sein. So, da müssten wir scheinbar noch erhöhen, ein bisschen. Auf- und Abwertung. Kagelmacher plus 2 Ausdauer, das war's. Wahnsinn! So, Luis steht unter Vertrag, das ist ganz ausgezeichnet. Den stellen wir gleich auf der Website vor, das reicht auch. Da haben wir wieder einen Jugendspieler. Ich glaube, ich habe die verpflichtet, einfach damit wir hier einen größeren Kader haben. Bin mir jetzt aber echt nicht sicher. Aber ich glaube, so habe ich es gemacht. Wie gesagt, ich müsste es mir echt ansehen vorher. So, die Ablöseforderungen. Der hat natürlich schon einen ordentlichen Marktwert. Also selbst den können wir dann einfach wieder abgeben. Und dann haben wir ziemlich viel Geld verdient. Kaminski ist in klasse Form. 71 Stärke. Dem sagen wir aber vorher, dass wir ihn verleihen. Da ist es. So, Charleroi, da wäre er natürlich auch in unserer Liga. Da haben wir schon Dibon hin verkauft oder verliehen? Verliehen. Perfekt. Torhüter haben sie Mandanda. Ist das der Bruder vom anderen? Ja, cool. Steve Mandanda. Ja, nee, klingt eigentlich nicht schlecht. Perfekt. Gut, ich denke, das war's für den ersten Part. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht zu kurz gemacht. Ich habe nicht mitgestoppt, weil ich die Stoppuhr natürlich im Auto habe. Ganz intelligent, wie ich bin. Jedenfalls, ja, danke fürs Einschalten. Part Nummer 53 geht's dann weiter. Bis gleich.